Moin Leute und willkommen zu einem neuen Fallout Let's Play. Das ist Let's Play 13. Seine Unglückszahl. Wir haben jetzt die Briten besichtigt. Da ist das riesige Luftschiff. Und jetzt werden wir die Quests machen, die dazugehören, damit wir uns noch weiter mit der Bruderschaft verbinden. Und achte nicht auf die Dislikes, das sind irgendwie zwei Vollidioten. Weil ich habe die in meinem Kinder im Kopf. Also, nicht beachten. Wo muss ich ihn jetzt hin? Oder? Proctor. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Du hörst dich enttäuscht an. Nicht enttäuscht, nur überrascht. Du siehst nicht wie die Ödländer aus, die wir üblicherweise an Land ziehen. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Ja. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingrim. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt? Droht die Pridwin abzuschmieren? Läuft ein Roboter amok? Dann komm zu mir. Sich an, als hättest du alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll? Verdammt, ich bräuchte noch ein paar Hände mehr, um hier mit allem fertig zu werden. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht wir dir irgendwie helfen. Oder sechs Sachen kaputt gehen. Mal gucken, ob man der irgendwie helfen kann. Bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen. Ist wohl besser als die Alternative. Wie dem auch sei. Du bist sicher hier, weil du eine Powerrüstung willst. In Bucht 3 steht eine recht ordentliche T-60, die du haben kannst. Der linke Servo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Oh, und wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. T-60. So, dann gehen wir noch zu dem hier. Komm her, Ritter. Ich beiße nicht. Digga, da liegt aber ein Fatman. X-01 Power-Rüstungshelm. Alter, das will ich haben. Sieht unbequem aus da drin. So schlimm ist es gar nicht. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs. Ja? Proctor Teagan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich hier auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Arbeit? Ich könnte ein paar Kronkorken gut gebrauchen. Du brauchst sie und ich will, dass du sie bei mir ausgibst. Eine Traumkombination. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Okay. Speak den Sinn. Schau bei mir vorbei, wenn du den Rest der Besatzung kennengelernt hast. Hätte eine Menge Arbeit für dich. Da ist noch einer. Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Ich fürchte, du verwechselst mich da mit jemandem. Vielleicht sollte ich die Versorgungskästen nach einer neuen Brille durchstöbern. Da du offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Maxen wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut unter normalen... Allerdings... leider... Überspringen das mal. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen. Ich bin Otto. Und wenn du gern teilst, wie dem auch sei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Ja.
gibt's hier noch eine Ader. Das ist der letzte. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Klar, nur zu. In Ordnung. Dem Schiffsarzt, die haben aber einen Arzt an Bord. Und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vaultbewohner? Wahrscheinlich ja. Bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut, zweite Frage. Ja. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, okay. Gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Also. Nein, nie. Also gut. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, ja, dann sag es mir. Gut, medizinische Hilfe. Können wir den jetzt hinten mit dem handeln? Dienstliche Tour. Sind ein Level aufgestiegen. Dann leveln wir aber sofort, dass wir Waffenmods. Da, das brauchen wir. Alles klar. Gut. Dann haben wir nur mit dem. Was kann ich heute für dich tun? Ich schau mir das Angebot mal an. Gerade sind ein paar Ehe. Gnade trifft ältester Maxen. Okay. Alter, wie teuer ist das? Betreib doch gleich dein Leben. 640, Junge, ist alles klar, Digga. Übertreib halt einfach dein Leben und noch über. Gatling Laser. Kommandohelm. Ich könnte es mir leisten. Du bist unnötig erstmal. Bleibt ja alles da. Ich den irgendwas zu verkaufen. Nö. Verkaufen wir den ganzen Schrott, Alter. So. An die zusätzliche Arbeit und Unterkunft. Erzähl mir mehr über die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Die Leben, wir deine Mission? Ja. Bin dabei. Ich wusste, ich kann auf dich sehen. Hier ist die Farm. Hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. So. Keine Gnade. Und
lädt kurz. Da sind wir wieder. Dann gehen wir mal. Wir machen starker Rücken, glaube ich, rauf. Das muss ich noch machen. Keine Schnellreise auf Überleben, Alter. What the fuck? Das ist ja übelst. Ah, dem da hinten muss ich noch kennenlernen. Und die Ärzte müssen. Die Crew der Pridman kennen. Sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Ja. Gut. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Ja. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen Sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Es wird mir eine Freude sein, diesen Mutantenabschaum zu beseitigen. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Geil. Nutzen Alter, als ob wir mit einem Vertibird fliegen. Leute, wir fliegen mit einem Vertibird, Alter. Gegen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Geil. Alles klar. Schießen die Supermutanten jetzt weg da, Alter. Warum schießen die? Okay. Wir fliegen jetzt, wir fliegen noch. Wie heißt das nochmal? Keine Ahnung, wie das heißt, Alter. Wir fliegen auf jeden Fall, ja, da hinten. Wir haben unendlich Munition. Ist auf jeden Fall geil. Spiel ausgemacht. Ich versuche es im Blickfeld zu halten. So, oh, was? Das ist dieser Endgegner, Digga, der ist übelst stark. Junge, übertreib gleich. Wow. Alter, Junge. Alter. Leute, Behemoth-Angriff. Wir sehen hier gerade einen Supermutanten-Behemoth. Das ist das fetteste Viech auf Erden, Alter. Okay, er ist gleich tot. Er ist tot. Runter. Wir müssen runter. Runter, runter. Raus, auch raus. Alles wegballern, alles wegballern. Munition. Wir müssen Supermutanten-BMF durchsuchen. Radioaktives Fass. Was hat der? Da ist der BMF, was hat der? Der muss irgendwas Gutes haben. Oh. Junge, Alter, der hat die ganze Munition von denen. Alles klar. Geil. Angriff mal. Wir
Camp Fort Strong gesichert. So. Das ist ein Munitionslager. Waffenkammer, Fort Strong, Waffenkammer. Was das trinken soll, das lädt. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Pass auf, wo du hinfährst. Und auf jede Trümmer. Alter, das macht mir übelst Angst gerade. Nicht. Ich würde das einfach liegen lassen. Was für grünes Zeug, Alter. Kakerlakenfleisch. Stifte, Holzlöffel, Kamera. Nachladen. Hier ist irgendwo eine Waffenkammer. Sehr lange verlassen hier. Ja. Cola Cherry, nice. Mit, wir müssen weiter. Oh, alles Muni. Ist irgendwo, komm, bitte irgendwo. Oh, scheiße. Ah, da. Stimpaks. Kann man immer gebrauchen. Ist hier irgendwas? Das ist eine Chemkiste. Munition. Munition ist immer gut. Immer schön Munition aufsammeln, wenn ihr das spielt. Immer schön Munition aufsammeln. Es wiegt eh nichts und die kann man unendlich tragen. Bücher. Da gehen wir gleich rein. Was ist das? Okay. Tunnel ist kaputt. Da ist ein Schloss, das machen wir gleich. Da ist auch ein Schloss. Gehen wir erst da rein. Knacken wir das Schloss erstmal. Ja. Na, hier ist der Haupteingang. Und da ist wahrscheinlich das Lager. Offen. Ah, nice. Mini-Automobile. Schlüssel zu Fort Strong. Oh, Licht. Nice, das ist US. Geil. Das ist geil. So wichtige Dinger muss man immer aufsammeln. Und kann man auch verkaufen zusätzlich. Man kriegt Effekte und kann die verkaufen. Und da ist noch ein Tresor. Kommen wir da rein. Yep. Geleert. Eigentlich schon wieder rausgehen, oder? Ah, da ist ein Fahrstuhl. Hier geht's locker runter und da unten ist ein kleiner Bunker wahrscheinlich. Das ist die Waffenkammer. Da ist jetzt safe die Waffenkammer.
nachladen noch so mit Geradeschüsse. Blöd, die Waffe heiß. Yep, hier ist ein Keller und hier ist locker. Yep. Hier ist irgendwo das Munitionslager. Das wird noch sehr spannend, Leute, in der nächsten Folge. Jeden Fall die Waffenkammer. Ich hoffe mal, hier unten sind keine Supermutanten. Okay, hier unten sind Supermutanten. Ein Eimer. Da ist noch Seife, das ist schön Öl. Nö, nicht der fucking Hunde, Alter, die Purified Water, alles klar. Zwei auf einmal. Ich glaube, wir machen in der nächsten Folge weiter und damit ist das Video für heute zu Ende. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge, die morgen sein wird. Dann bis morgen zur nächsten Folge Fallout. Und heute Abend ist Minecraft 6 Stunden Livestream, also schaltet rein. Bis heute Abend.